Also Kommunikation ist bei uns eigentlich sehr viel übers Handy und Internetverbindungen. Entweder in einem Kaffeehaus oder in den Wohnungen, manchmal draußen. Facebook bin ich schon öfters drinnen. Facebook. Zum Beispiel Facebook. Ich mag Facebook. Facebook ist super. Die ganzen Freunde, die dann den ganzen Tag Facebook süchteln. Also verdienen gegangen jetzt ohne Internet nicht mehr, aber wenn ich bin vielleicht, wenn ich einmal im Monat im Internet bin, ist viel. Weil man sich auch wirklich überall treffen kann bei uns und weil überall noch irgendwo ein Gasthaus oder irgendein Lokal ist, wo man sich immer reinsetzen kann, das offen hat und dass man da was machen kann. Also ich sage mal, ein Mitspracherecht hast du fast überall als Jugendlicher. Aber sie lassen die einfach mitreden und streichen es dann meistens aus. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Also. Das heißt, vielleicht wie eine Jugendpartei oder so geben sollten, die einfach die Interessen von Jugendlichen in der Gemeinde oder so vertreten können. Dass die sich von der Obrigkeit willkommen fühlen, nicht prinzipiell von den Menschen her schon lebenswert.